Wir fangen an mit dem dritten Slot. Ich darf einen Dauerbrenner vorstellen. Christian ist das dritte Mal dabei, das zweite Mal als Moderator. Christian und ich, wir kennen uns schon 7 Jahre. Ja. Ist das echt schon so lange her? 2011. Hut ab. Ja, damals ersten Schritte gemacht dann im Online-Marketing. Oder das waren nicht die ersten, aber es war so eine Selbstständigkeit, so ein bisschen bist du reingerutscht und wir waren eigentlich von Anfang an verpartnert mit unseren Agenturen. Und ich verfolge ihn schon sehr lange, deswegen habe ihn auch vor 2 Jahren gefragt, ob er beim ersten Mal dabei sein will. Und Christian hat es wirklich 2 Mal geschafft, im kleinsten Raum so voll zu sein, dass ich nicht mehr dran vorbeikam, ihn endlich in Raum 1 zu stecken. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Platz, aber das hätten wir auch bei jedem anderen, weil das halt der größte Raum ist. Ich freue mich tierisch drauf, dass du wieder dabei bist, dass du dich wieder so engagiert hast. Christian ist eigentlich ja, Experte im Thema Social Media, Online-Marketing insgesamt. Ihr entwickelt auch, also, aber was ganz interessant ist, also wird er gleich selbst was zu sagen, wieso liegt hier so ein Brokkoli? Also Christian ist im veganen Fitnessbereich ein Influencer mit Podcast und allem drum und dran. Und ich kenne ihn noch aus einer Phase, wo er ganz anders da aussah und ist auch das beste Vorbild selbst, was seine sportliche, ja, seinen Werdegang angeht. Dementsprechend, er hat auch einen geilen Blog, den stellst du auch, glaube ich, gleich ein bisschen vor, oder? Also da kommt ein Thema draus. Ja. Da muss ich ja nicht mehr sagen, Christian, die Bühne gehört dir. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Viel Spaß. Vielen lieben Dank. Ich begrüße ja gerne mein Publikum mit "Wie gut geht es euch?" Das ist quasi so mein Spruch. Ja, Broccoli gehört einfach dazu, ist mein Branding. Ich werde gerne Mr. Broccoli genannt, weil ich halt jeden Tag mindestens einen so einen Kopf esse. Ja, und mit dem Blog Vegan Freeletics sind wir damals eben auch bekannt geworden. Ist so ein Blog über vegane Fitnessernährung, hat so monatlich 50.000 bis 60.000 Unique Visitors, so aus dem Nichts heraus, und da werde ich heute ein bisschen was erzählen. Doch vorab die Frage, wie viele von euch glauben, wie Mark Zuckerberg überhaupt auch, dass die Zukunft oder vielleicht sogar jetzt schon die Gegenwart komplett social sein wird? Mal kurz Hand hoch im Internet. Social. Ah ja, doch schon einige. Wie viele von euch möchten dann das Handwerkszeug dafür haben, dann auch daraus, sag mal, Nutzen für sich selber zu ziehen und Kunden zu gewinnen? Okay, 3/4 von mir. Die sich nicht melden, müssen danach alle einen Brokkoli essen. Alles klar? Okay, also bitte, bitte lieber melden. Ja, Mario hat schon relativ viel zu mir gesagt. Wer bin ich überhaupt? Mr. Broccoli, wie gesagt, ich wurde von Apple ausgebildet. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe mit der eigenen Online-Agentur 2011, wurde ich von 2007 in Cupertino von Apple ausgebildet, durfte noch den Steve Jobs kennenlernen. Und da bei Apple generell habe ich eben sehr, sehr viel von meinem Handwerkszeug gelernt. Auch, wie man über Social Media Kunden gewinnt. Und ja, mittlerweile haben wir da auch relativ große Kunden, Tupperware, Deutscher Reiseverband etc. Facebook-Ads machen wir ganz, ganz gerne. Und aber vor allem bin ich Papa. Ja, da seht ihr hier meine Tochter. Mir ist das Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit ganz wichtig. Und das ist auch der Grund, warum ich hier stehe. Nicht, dass ich Papa bin, sondern dass es mir wichtig ist, meinen Zuhörern nachhaltig zu helfen, für sie da zu sein, eine Art Mentor und Inspirator zu sein. Und das möchte ich natürlich auch heute tun. Das ist mein Antrieb, meine Motivation. Ich möchte, dass ihr rausgeht heute aus dem Raum, in den nächsten Raum und sagt, hey, geil, das war richtig guter Content, das hat mich weitergebracht, und dementsprechend möchte ich handeln. Deshalb stelle ich am Anfang ganz kurz eine Frage. Wer hat heute irgendwas Spezielles, was er unbedingt wissen will zum Thema Social Media? Gibt es irgendwas, was wir unbedingt behandeln sollten? Ihr dürft euch ruhig trauen, da werdet ihr noch mehr. Ja? Ärzte? Okay. Wir haben schon die ein oder anderen Ärzte als Kunden, hauptsächlich so im Webseitenbereich. Ärzte können... Da ist vielleicht sehr, sehr speziell, vielleicht machen wir das kurz im Nachgang, wenn das für dich okay ist. Weil mit Ärzten kenne ich mich, wie gesagt, ganz gut aus, und da kann ich dir bestimmt einige Tipps geben. Ja.
Ja. Also machen wir einen Deal. Ich werde euch am Anfang jetzt erstmal ein bisschen was dazu sagen, für was Social Media überhaupt gedacht ist oder wie es überhaupt funktioniert. Das vergessen nämlich wir Online-Marketer gerne mal. Wir denken nur Social Media, Dollarzeichen, ich erreiche meine Zielgruppe und vergessen letztlich, für was die Menschen überhaupt in Social Media sind. Da möchte ich Awareness schaffen, Aufmerksamkeit schaffen und dann gehe ich mal in meine eigenen Beispiele rein. Ich habe sowohl Social Media nutze ich für B2B, um meine Kunden für Strategieberatung zu gewinnen, aber auch natürlich im B2C-Geschäft. Also das werden wir dann haben. Noch eine dritte Sache? Vielleicht diese 1-Cent-Ad-Geschichte, mal so ganz am Rande nochmal, was da so die Feedback. Ja, das ist eher Performance-Marketing, da haben wir nachher einen anderen Vortrag. Deshalb würde ich da auf den verweisen, weil wenn ich jetzt in Facebook Ads etc. reingehe, könnte ich alleine 5 Stunden reden. Okay, eine hatten wir noch? In die ähnliche Richtung, aber mich würde HR interessieren. Bitte? Mit Human Resources arbeiten. Ja. Als Zielpunkt. Ah, okay, okay. Stellenangebote oder Stellenportale auch ergänzend ablösen. Ja, okay. Okay, gut. Dann habe ich das auch im Kopf. Und da gehen wir jetzt mal durch hier. Willst Umsätze generieren? Das ist ja so der Titel unseres Webinars oder Seminars heute. Wie kann ich über Social Umsätze generieren? Da ist schon mal der erste Grundsatz. Hab einen klaren Call to Action. Sag, was du möchtest. Ja? Also, wenn ihr über Social Media Umsätze generieren wollt, dann sagt euch jetzt, ja, Christian, zeig mir wie. Und das ist eben auch wichtig, eben auf der Webseite, dass ihr eben da oder auch in Social Media, dass ihr letztlich auch eure Social Media Beiträge, sei es jetzt in Facebook, Instagram etc., immer mit einem Call to Action verseht, weil die Leute heute halt sehr, sehr klickfaul sind, sie sind immer im Konsumiermodus und ich kann sie natürlich mit einem einfachen Call to Action auch sehr, sehr schnell auffordern oder auf eine Idee bringen, dass sie jetzt ja auch mal was schreiben könnten oder teilen könnten etc. Es ist also in Zeiten von Social Media immer wichtiger, wir werden letztlich immer fauler, leider oder zum Glück, wie auch immer, wie man es sehen möchte. Jeder kennt das, man scrollt durch die Facebook-Page und soll ich das jetzt liken oder nicht? Und kommentieren ist ja auch schon richtig viel Arbeit. Ne? Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass in meinem Bild, in meinem Video etc. dann eben auch ganz klar gesagt wird, okay, was muss ich machen? Das ist letztlich für uns Online-Marketer, gehe ich mal davon aus, eine Normalität. Dennoch ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen. Warum sind die Leute in Social Media? Übrigens, ich habe was ganz vergessen. Ja. Wer sich heute am einfachsten oder am meisten beteiligt, kriegt eines von meinen Bestsellerbüchern geschenkt am Ende. Okay? Also ich frage öfter mal, ich bin da so ein bisschen anders wie die typischen Online-Marketer, die da immer so im selben monotonen Ding, hier Content und so weiter. Nein, um Gottes Willen. Ich möchte einfach, dass ihr interagiert, weil je mehr ihr interagiert, desto mehr nehmt ihr mit und lernt ihr. Ja, lieber ein bisschen weniger Content, dafür richtig hochqualitativ und ihr habt 90% des Wissens in 2 Wochen immer noch in eurem Kopf. Also warum sind die Leute in Social Media? Ganz cool. Zur Unterhaltung, ja? So was noch? Genau, sehr gut. Familie ist dran, genau. Ja, Verabredungen ja. Genau, und eine Meldung noch? Korrekt. Der Hauptgrund, warum Menschen auf Social Media ist, sie wollen sich mit ihrer Familie, mit ihren Freunden verbinden, in Kontakt bleiben oder wieder in Kontakt kommen. Sie möchten entertained werden und das ganze Thema Meinungen, sie wollen ihre Meinung loskriegen, sie wollen ihren Standpunkt loslegen etc. Aber das hier sind die 2 Hauptaspekte, warum Social Media ursprünglich so gut funktioniert. Entertainment, also sprich Kopf ausschalten und Verbindung mit Family and Friends. Warum ist das Thema Entertainment so wichtig und warum funktioniert Facebook so gut? Warum hat Facebook alles geschlagen? Warum funktioniert WhatsApp so gut? Warum funktioniert Instagram so gut? Wer hat eine Theorie? Oder wer weiß es sogar? Ja? Ja, es hält die Leute drin. Ich erzähle euch was aus der Neurobiologie. Wir machen sehr, sehr viel im Thema Neuromarketing sozusagen. Da bin ich ausgebildet.
Und es ist quasi so, dass wenn unser Gehirn sich anstrengen muss, und zwar richtig hart arbeiten muss, es 20% unserer Gesamtenergie verbraucht. Also unser Gehirn macht nur 2% unserer Körpermasse aus, verbraucht aber, wenn es sich anstrengen muss, 20% unserer Energie. Und da wir Menschen relativ alt sind von unserer Historie her, sind wir immer noch im Energiesparmodus. Das heißt, wenn ich euch jetzt zuballere hier mit 45 Minuten Content und bam, 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 dann habt ihr nach 5 Minuten vielleicht schon abgeschaltet, weil wir sind in unserer heutigen Zeit so, ich sag mal, wir sind gar nicht mehr richtig in der Lage, 20, 25, 30 Minuten uns 100% zu konzentrieren. Und deshalb funktioniert Facebook, WhatsApp etc. so gut. Es holt uns quasi raus aus diesem Konzentrationsmodus und spart uns Energie. Ja, genau, genau. Definitiv. Es ist einfach, wir bleiben in der Komfortzone. Ja? Und das ist eben ganz wichtig, wenn wir über Social Media sprechen und dann letztlich eben auch auf Kundengewinnung ausgehen. Übrigens auch im B2B, also alles, was ich heute sage, gilt eben auch fürs B2B. Dass ich mit dem Bild, mit dem Video, mit dem Content-Snippet letztlich entertaine. Und wenn ich das mache, dann darf das nicht anstrengen. Dieses Bild, dieses Content-Snippet. Ich darf nicht nachdenken müssen. Deshalb funktioniert auch Instagram so gut. Das ist die heile, schöne Welt von schönen Bildern. Und das schaue ich mir eben gerne an und es gibt mir gute Gefühle. Muss ich sagen. Also macht das, was ihr tut, ist so einfach wie möglich. Ich sage es jetzt mal ganz grob, die dümmsten Dinge funktionieren am besten. Keiner macht heute mehr ein Gewinnspiel, wo jemand nachdenken muss. Und 5 Stunden nachdenken muss, ich übertreibe jetzt, um auf das Ergebnis zu kommen, sondern schon vor 10 Jahren im Fernsehen waren die besten Gewinnspiele die, die völlig verblödet waren. Ja, also ihr kennt die Sachen, mir fällt keines dieser blöden Beispiele mehr ein, ich habe seit 7 Jahren kein Fernsehen mehr. Aber sie funktionieren immer noch. Ja? Also Entertainment, Meinungen und natürlich Unterhaltung, Familie. Ja, sie wollen sich unterhalten. Menschen möchten aber auch positiv bewegt werden. Ja? Wichtig ist, wenn ihr auf Social Media seid, steht für etwas. Und mein Herzenswunsch an euch ist, steht für etwas Positives. Oder euer Unternehmen steht für etwas Positives, eine positive Message. Es gibt genug negative Sachen da draußen. Doch wenn ihr was Positives macht, dann hilft es euch. Und da gibt es ein schönes Ding, der Christian Temprink hat den in seinem Vortrag gemacht. Er hat erstmal sein Handy rausgeholt, bevor er den Vortrag gestartet hat. Das mache ich jetzt auch, ich bin so ein kleiner Copycat. Und hat jetzt ein Foto vom Publikum gemacht. Und da hat er gesagt, bitte mal alle schön lächeln. Okay, ich mache das jetzt auch mit euch hier so, weil ihr so zahlreich hier erschienen habt. Also 3, 2, 1 und los. Okay, super Foto. Und am Ende des Seminars hier oder am Ende dieser 30 Minuten verrate ich euch, warum er das gemacht hat. Okay? Weil das so ein kleiner Tipp ist, den ich absolut gut finde. Positiv bewegen und sorgt für positive Stimmung, denn wenn die Menschen in positiver Stimmung sind, kaufen sie auch eher. Das heißt, wenn wir das auch wieder aus neurobiologischer Sicht betrachten, Emotionen kommen ganz am Anfang bzw. werden durch Werte ausgelöst. Das heißt, wenn ich spezielle Werte habe aus Menschen, dann habe ich ja auch daraus abgetriggert eine Motivation. Sprich, ich bin jemand, der legt Wert auf Sicherheit. Ja, dann habe ich die Motivation, wenn ich etwas kaufe, dass es mein Sicherheitsbedürfnis befriedigt. Und aus diesem Sicherheitsbedürfnis heraus ergibt sich wiederum eine Emotion. Und wie wir alle wissen, kaufen oder verkaufen Emotionen und nicht Zahlen, Daten, Fakten. So, das heißt, fragt euch in Social Media, für welche Emotion möchte ich stehen? Ich nenne euch mal 3 Grundemotionen hier. Das ist aus dem Neuromarketing. Ja? Also da gibt es so diese Limbic Map, nennt die sich. Und da gibt es 3 Grundemotionen. Die eine ist, wird ausgeschüttet durch Testosteron, durch das Hormon Testosteron. Und das ist Dominanz. Ja?
Derjenige will dominant sein, performant sein, der möchte was erreichen, etc. Dann gibt es das Hormon Cortisol, was ausgeschüttet wird. Das steht für Sicherheit, Balance. Okay. Und was für ein drittes Hormon gibt es noch, was wir alle immer wollen? Was stellt ihr euch vor? Dopamin. Dopamin, genau. Dopamin, das Glückshormon. Und das ist verantwortlich für den Stimulanzaspekt. Das heißt, wenn ihr Social Media Postings etc. macht, überlegt euch immer, welche Motivation von demjenigen möchtet ihr jetzt ansprechen. Ja? Sicherheit, Stimulanz, Dominanz. Es gibt natürlich auch immer noch Zwischenbereiche, doch wenn ihr, sag ich mal, auch da wieder einen roten Faden sagt, okay, und sagt, okay, alles, was ich anbiete, bietet dir eine hohe Sicherheit, beispielsweise im HR-Bereich, wenn ich neue Mitarbeiter generieren möchte und habe vor, die anzustellen und möchte die lange an mich binden, dann gebe ich ihnen das Gefühl, dass sie bei mir in Sicherheit sind. Denn ich würde mich, sorry dafür, nicht mehr anstellen lassen wollen. Ich bin nicht auf das Thema Sicherheit aus. Also wäre ich in dem Fall der Falsche. Ich würde gar nicht auf die Ad anspringen, aber du möchtest mich ja auch nicht targeten. Also mich müsstest du quasi hier oder hier abholen sozusagen. Also das heißt, das habt ihr heute oder hört heute einen Haufen Mal, definiert deine Wunschkunden ganz genau, nicht nur demografisch, sondern vor allem soziografisch, also sprich emotional. Welche Emotionen sollen die haben, wenn sie sich mit mir in Verbindung bringen oder mit meiner Marke in Verbindung bringen? Das ist eben ganz, ganz wichtig. Gefühle. Ja. Ich muss jetzt hier natürlich schnell drüber rumgehen. Da gibt es ein ganzes Seminar, habe ich gehört, beim OMT. Neuromarketing, gell, Mario? Ja. Gut, also könnt ihr euch mal aufschreiben. Und ja, und vergesst den Katzen-Content nicht natürlich, ne? Der ist natürlich ganz, ganz wichtig in Social Media, immer mal wieder sowas Funny-mäßiges reinzubringen. Und da könnt ihr natürlich, je nachdem, wie die Katze guckt, auch immer gucken, okay, welches Gefühl wollt ihr auslösen. Sozusagen. Ja, es gibt ja immer so die Sache, oder was mir häufig in Workshops geblendet wird, ist, ja, wenn du immer nur positive Messages verbreitest und so weiter, die Leute stehen doch viel mehr auf diese Bad News, ja, auf kontroverse Sachen, die sie vom Hocker reißen. Heute kannst du doch mit Positivität gar keinen mehr vom Hocker reißen. Da hat der Seth Godin, was Schönes gesagt, wie schaffst du es quasi, dass du auch immer mit der positiven Message nach oben kommst und überhaupt in die Sichtbarkeit kommst? Ja? In Zeiten von geschlauen Algorithmen in Facebook und Co. ist es ja überhaupt mal wichtig, sichtbar zu sein. Der sagt, du musst über dem Dip sein. Also was heißt denn über dem Dip sein? Der Dip ist das hier. Also sprich, wenn du dir einen Berg vorstellst und da oben ist das Ziel, wo du hin willst, nämlich da nimmt dich jeder wahr, dann fängst du erstmal hier an und darfst deinen Weg hier hoch climben, sozusagen. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie schaffe ich das über Social Media, wie kann ich da hochkommen, dass ich eben immer omnipräsent bin, dann gehen wir jetzt mal durch. Da dürft ihr verstehen, dass Social Media eben ein Connector ist, haben wir ja schon gesagt, zu Familie, Freundin, Erinnerungen, News, Entertainment, aber auch Marken. Ja, also Leute wollen natürlich eben auch mit ihren Favoriten Marken in Connection kommen und werden zu etwas, was in deren Leben zählt. Das ist eben entscheidend. Ja? Indem du ganz genau weißt, welche Gefühle du bei denen triggern sollst, welche Werte, welche Emotionen du immer ansprichst, dann wirst du zu was bei denen zählt, weil sie kriegen ja durch dich immer wieder dieselben Gefühle, Emotionen. Das ist das, was sie haben wollen. Dopamin macht abhängig. Ich brauche immer einen größeren Schub. Das heißt, wenn ich immer mehr liefere sozusagen und immer besser liefere, dann kommt derjenige auch immer wieder zu uns. Ja? Und das schaffe ich durch Autorität. Und da ist es ganz wichtig im B2B-Bereich, da komme ich jetzt immer mal wieder auch drauf zurück, auch im B2B-Bereich dürft ihr ein Gesicht zeigen. Ja, das typische Maskottchen für ein Unternehmen oder diejenige Person, die für das Unternehmen steht. Der bekannteste, den alle kennen, ist eben Klaus Hipp.
der eben dann für hip steht. Der hat immer wieder seine Nase in die Werbung gehalten und immer wieder stand er auf jeder Produktpackung drauf. Und das ist es. Ja? Steht für etwas und dann kreiert quasi eine Person, die eben auch die Marke anfassbar macht. Das ist das größte Problem aus meiner Sicht in Social Media, was Marken haben, wenn sie keine Reichweite bekommen, ist es, dass sie einfach gesichtslos sind. Aber wir Menschen wollen uns mit Gesichtern verbinden. Familie, Freunde, das ist das Wichtige. Die triggern die Emotionen. Ja? Coca-Cola etc., du siehst immer Gesichter. Du siehst immer lachende Menschen. Coca-Cola steht für Happiness. Ja, deshalb sind die so erfolgreich, weil sie immer wieder dieselbe Message nach draußen bringen. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen in den praktischen Teil. Ich habe auch eine Case Study mitgebracht von jemandem, nicht von uns sozusagen, Brian Clark. Kennt den jemand? Naja, ziemlich bekannt in Amerika. Der hat so 186.000 Follower in Twitter. Und in Facebook ist er auch nicht gerade ein kleiner. Ich habe den rausgesucht, weil es quasi jemand ist, dem jeder oder wo sich jeder assoziieren kann und wo jeder auch sagen kann, okay, das kann ich auch nachmachen als kleines Unternehmen oder als Selbstständiger, als Unternehmer. Weil die meisten bringen ja immer diese großen Marken und die haben dann Millionen Werbebudgets und wie soll ich das dann quasi nachmachen. Brian Clark hat dann ganz einfach angefangen. 1999 hat er dieses Buch von Seth Godin gelesen, Permission Marketing, und hat erstmal verstanden, wie Social Media überhaupt funktioniert. Das habe ich euch gerade eben auch nochmal gezeigt, wie es funktioniert. Und hat dann einen eigenen Blog gestartet. Ja? Das war 2006 und ist quasi selbstständig geworden damit mit dem eigenen Blog und hatte 1000 Dollar zur Verfügung. Also durchaus ein Betrag, den wir auch aufbringen könnten für unser Marketing. Und dann hat er da angefangen zu bloggen, hat sich alles selber beigebracht. Also der CEO von Copyblogger, das ist also eine Plattform. Und hat sich alles selber beigebracht und 2007 hat er sein erstes E-Book rausgebracht. Und jetzt kommt ein heißer Tipp, heute nennt sich es Influencer-Marketing. Er hat quasi einen bekannten Celebrity von ProBlogger öfter mal in diesem E-Book verlinkt. Hat immer wieder auf den verwiesen und hat eben gesagt, hey, okay, dem seine Meinung, auf den könnt ihr hören, der ist schon bekannt etc. Und der verlinkt war, hat sich natürlich geehrt gefühlt und hat dann quasi ihn auf seinem Blog, der natürlich schon riesig war, immer wieder gepublished. Daraus hin gab es natürlich einen riesen Boost und 2007 hat er dann quasi so einen ersten Online-Kurs auf den Markt gebracht, nachdem er eben auch den Traffic hatte. Also so der typische Verlauf. Erst 2011 hat er dann mit E-Mail-Marketing angefangen. Also mit einem eigenen Newsletter, hat einen Haufen, einen 20-Tages-Kurs komplett für kostenlos rausgehauen und heute hat er eine Software-Company mit mehr als 115.000 Kunden und 30 Mitarbeitern. Übrigens dieselbe Story hier von Julian Zilki, Seokratie, 2007 mit einem Blog gestartet, immer auch wieder den ganzen Content über Social Media geteilt und heute eine Company mit 20 Leuten in München. Ja? Also übrigens, Bloggen gehört für mich auch zu Web 2.0 und Web 2.0 ist Social Media. Gehört ganz genauso dazu. Und was ist das Allerwichtigste, wenn ich einen Blog habe oder wenn ich in Social Media Erfolg haben möchte? Was denkt ihr, was ist das Allerwichtigste? Mehrwert. Ja, Mehrwert. Und was kommt da draus? Also wenn ich auch immer wieder sichtbar sein möchte, und meine Followerschaft erweitern möchte. Was ist das Allerwichtigste? Regelmäßigkeit. Ja, Regelmäßigkeit. Und daraus ergibt sich? Ja, genau. Engagement, Interaktion. Das ist letztlich das Allerwichtigste. Das brauche ich. Dann merken die ganzen Algorithmen natürlich eben auch, dass ich wichtig bin, etc., dass ich vorankomme und so weiter. Also das heißt, das sind die Bestandteile. Du gibst erstmal viel for free und bildest damit deine Autorität. Und wie kannst du jetzt damit Umsatz steigern? Du musst letztlich zur Nummer 1 werden. Sorry, wenn ich da jetzt halt ein bisschen schneller durchgehe. Ist für die meisten von euch ja eben auch Wiederholung. Nur das hier ist einfach, finde ich, der entscheidende Punkt, auch wenn wir immer wieder hören, wenn die Leute sich irgendwo einloggen in Instagram, Facebook, YouTube, wie sie alle heißen, die ganzen Plattformen, auch Pinterest mittlerweile.
Sie haben meistens zu einem Thema nur eine Person oder eine Marke im Kopf. Das heißt, da muss ich die Nummer eins sein. Im HR-Bereich heißt es eben, für was steht meine Marke, welche Werte trägt meine Marke, sodass ich da auch immer wieder die richtigen Postings mache, sozusagen, um immer wieder dieselben Werte, denselben Standpunkt zu finden. Weil ich muss quasi in den Kopf kommen bei der ganzen Vielfalt an Medien, die es heute gibt und News, die es kommt. Also du musst die Nummer 1 werden. Wirklich. So, wie werde ich jetzt die Nummer 1? Das ist aus meiner Sicht die Bestandteile, wie du zu Nummer 1 wirst. Du darfst eine große Vision haben. Wer von euch hat eine definitiv ausdefinierte Vision, die er mir jetzt sofort in einem Satz beantworten kann oder hierher schleudern kann? Das ist aber nicht gut. Eine Vision besteht aus einem Satz. Ja, wer? Ah, okay, sag nochmal auf Deutsch, dass es hier alle und ich auch besser verstehe. Ihr inspiriert Menschen oder Führungspersönlichkeiten? Okay. Gut, sehr gut. Die Vision von unserem Blog beispielsweise von Vegan Athletes, früher hieß er Vegan Freeletics, ist fitte Menschen auf einer grünen, gesunden Erde. Und eine Vision ist immer etwas so Großes, dass du denkst, du kannst es selber nicht erreichen. Und die Menschen assoziieren sich aber mit dieser Vision. Und wenn du jetzt jemand bist, der eben auch die richtige Mission hat, mit M vorne, ja, die Mission von uns ist beispielsweise, 1 Million Menschen zu fitten Menschen auf einer grünen Erde zu machen. 1 Million Menschen ist die ausgesprochene Mission. Das ist etwas, was ich für andere tue. Und das ist das Wichtige, was ihr dann auch immer wieder in Social Media und überall, wo ihr auftretet, verbreitet sozusagen. Also habt eine große Vision, die größer ist als ihr selbst, weil damit verbinden sich die Menschen, wenn sie euch nicht kennen. Und dann verbinden sich auch mit den Unternehmen. Die Vision darf wirklich so einfach wie möglich sein, sodass ihr sie theoretisch in jedem Blogbeitrag, in jedem Social-Media-Beitrag immer wieder spielen könnt. Sei es jetzt per Bildsprache, Videosprache, sei es mit Text etc. Die Vision muss ganz, ganz einfach sein. Genau wie alles andere auch. Wir dürfen uns nicht anstrengen. Wenn ihr einen Satz mitnehmt, dann ist es der, wir dürfen uns nicht anstrengen und dass ihr Brokkoli essen sollt. Okay, also hab eine große Vision und eine große Mission, die Menschen mitreißt. Und dann kommt eben das ganze Thema Story dazu. Ich möchte da nicht ausführlich drauf eingehen, wie jetzt Storytelling funktioniert, aber habt eine Story. Habt eine Story. Warum, wenn ich normalerweise mehr Zeit habe, erzähle ich am Anfang auch ein bisschen mehr über mich. Und da ist auch meine Story drin, weil die Story die emotionale Verbindung hergerät. Also was ist die Story vom Unternehmen? Wie hat der Unternehmensgründer beispielsweise angefangen? Ja? Hier haben wir den Mike von Xovi da. Ja? Fast jeder Online-Marketer kennt Xovi und hat die Xovi-Suite. Mich interessiert doch, wie hat der angefangen, so ein Unternehmen zu gründen? Ja? Und das ist das, was nicht aus dem Gedächtnis verschwindet. Zahlen, Daten, Fakten lassen immer nach. Die vergesse ich. Mein Inhalt hier ist nicht groß gefüllt mit Zahlen, Daten, Fakten. Sondern es ist wichtig, dass ihr Emotionen hinterlasst und das könnt ihr hervorragend mit Stories machen. Wer hat seine Story ausdefiniert? Kurz Hand hoch. Auch wieder nur 2 oder 3. Also das sind die Aufgaben, die ihr machen dürft, wenn ihr in Social Media erfolgreich sein wollt. Gerade als Marke. Da steht ihr da und wisst letztlich selber nicht, für was ihr steht. Und das darf nicht sein. Es muss in eurer DNA verbunden sein, zu sagen, ich stehe für das und das. Hi ihr Lieben, ich bin Mr. Broccoli, dein Christian, wie gut geht's dir? Dafür stehe ich, dass ich mich interessiere, wie gut es dir geht. Und das sage ich in jedem Ding, immer wieder wiederholt und dafür bleibe ich hängen. Letztens komme ich in einen Laden rein, sitze am Tisch mit jemandem und dann erzähle ich so, was ich so mache. Ja, Online-Marketing, speziell für vegane Unternehmen und so weiter. Aha, aha, aha.
noch nie gehört. Ja, viele kennen mich auch unter Mr. Broccoli. Ah ja, genau, Broccoli, Mr. Broccoli, den habe ich schon mal gehört. Also, die haben schon viel von mir konsumiert, haben sich aber mein Gesicht oder meine Zahlen, Daten, Fakten und meinen Namen so schon mal gar nicht merken können. Aber das hier mit Mr. Broccoli ist hängen geblieben. Weil es einfach irgendwie, es ist kein Zahlen, Daten, Fakten, es ist eine Emotion, es ist eine Story. Und es steht für fitte Menschen auf einem grünen Planeten. Also große Story. Und das beinhaltet Personal Branding. Also fürs Unternehmen gesehen, gebt eurem Unternehmen ein Gesicht. Nicht das Logo. Gebt dem ein Gesicht. Und das Gesicht steht für das Unternehmen. Wie Klaus Hipp für das für Hipp. Ich habe Mr. Broccoli aber erst kennengelernt über Guerilla FM. Ah, okay. Ja. Ja gut, natürlich darfst du auch überall, ich meinte, hier Reichweite ist der nächste Punkt. Natürlich darfst du für Reichweite sorgen, sei auf verschiedenen Medien präsent. Aber ich sage nicht, je mehr Social Medien du präsent bist, desto besser, klar. Aber mach erstmal einen richtig. Nachher haben wir Wohnklamotte, die analysieren wir ja. Ist diejenige von Wohnklamotte da, zufällig? Nicht, dass ich was Falsches sage jetzt hier? Nein. Die haben eben ihren Fokus auf Facebook, Instagram. Und was sie sehr, sehr gut können, ist Facebook. Und dann versuchen sie den Content eben auch für YouTube zu verwenden. Und da funktioniert es gar nicht. Also schaut euch an, macht eine Sache richtig gut und dann geht zur nächsten Plattform. Sucht euch wirklich bitte nur eine Plattform aus und bringt die zur Perfektion. Weil jede Plattform funktioniert anders. Die von Mondklamotte haben mich auch gefragt, unsere größte Herausforderung ist quasi die Diversifikation auf andere Plattformen. Wie kann ich einmal erstellten Content auch auf verschiedene Plattformen verwenden? Macht es, versucht wirklich für jede Plattform Content zu erstellen, weil jede Plattform echt unterschiedlich ist. Das ist ein Grundsatz von Social Media. Die Leute gehen nicht in Instagram und gleichzeitig auf Facebook und gleichzeitig auf YouTube und wollen dasselbe konsumieren. Die gehen eben auf Instagram, weil sie schöne Bilder sehen wollen. Die gehen auf Facebook, weil sie unterhalten werden wollen. Ja, und die gehen auf YouTube, weil sie halt abends im Bett irgendwie einen Film zum Abschalten gucken wollen oder kleine Beauty-Videos etc. Also jede Plattform steht für etwas, baut dir deine eigene Reichweite, gibt dir Zeit. Und ja, Podcast ist auch was zu Social Media gehört und was im Moment absolut im Kommen ist. Also wenn ihr zwei Hidden Champions hören wollt, das eine ist Podcast und das B ist Pinterest. Für all diejenigen, die irgendwie etwas mit Lifestyle zu tun haben, mit Essen und Trinken zu tun haben, mit auch schönen Sachen. Pinterest ist im Kommen, vor allem auch B2B-mäßig, weil 87% aller User in Pinterest haben schon mal gekauft. Ganz anders wie bei Facebook und Instagram, wo die Leute hingehen, um unterhalten zu werden, kaufen die Leute bei Pinterest. Das ist ein Riesenunterschied und ein Riesen. Da ist ein Anwärter aufs Buch hier hinten, sau geil. Okay. Thema Podcast. Ja. Wenn der kurz ist, es gibt da Zielgruppen, an die denkt man gar nicht, die sehr, sehr gerne sehr, sehr viele Podcasts hören. Ja. Ein Taxifahrer zum Beispiel. Und der hört immer zwischen den einzelnen Kunden in der Wartung Podcast. Das sind in der Regel so 20 Minuten. Ja, genau. Also vollkommen. Podcast gibt es auch ein Webinar im OMT Club. Guckt euch den einfach an. Ist jetzt heute nicht unser Hauptthema, aber da liegen die Potenziale noch. Auch über Podcast könnt ihr so gut B2B-Marketing machen. Das ist wirklich unglaublich. Ist wirklich unglaublich, wie die B2B-Podcasts mittlerweile abgehen, weil Manager hören sich zu bestimmten Themen zwischendrin beim Joggen etc. Podcasts gerne an. Nächster Tipp, Launch-Team. Also das ist jetzt alles schon Praxis, wie ich auch quasi mein Buch zum Bestseller gemacht habe, wie ich quasi auch Kunden für B2B für mich gewinne. Ich habe ein Launch-Team. Was heißt das? Das sind 50 bis 100 oder 150 Leute, die ich in der Facebook-Gruppe versammelt habe und die von mir als allererstes Content bekommen und exklusive Sachen bekommen und wirklich, wirklich viel bekommen. Und wenn ich
quasi vor einem Launch bin, also vor der Herausgabe eines neuen Programms oder ich möchte eine wichtige Stellenanzeige schalten oder ich möchte ein wichtiges Produkt mit rausbringen, dann baue ich vorher, am besten ein Vierteljahr vorher, ein Launch-Team auf und das hilft mir dann am Tag X, diese Message brutal zu verbreiten. Also das ist einer meiner besten Tipps, die eben auch der CEO von Leadpages beispielsweise gesagt hat. Bau dir ein Launch-Team auf, bau dir deine ersten hunderte treue, loyale Fans auf, weil letztlich brauchst du nur ein paar hundert wirklich treue Fans, die immer deine Produkte kaufen, um quasi schon als jetzt einmal Selbstständiger davon leben zu können. Ja, Influencer ist natürlich ein großes Thema, also das habe ich bei meinem Buch gemacht mit dem Dr. Rüdiger Dahlke und einige kennen den hier, Timo Hildebrand. Wenn ich Influencer für mich gewinnen kann, die schon einen Namen haben, dann ist das ein Riesenboost. Alleine so ein Post von Dahlke, das seht ihr hier, der hat 30.000 Views gehabt, jetzt über 300 Shares und 700 Kommentare, weil es halt genau die Zielgruppe passt. Ich weiß nicht, wie viele Bücher allein der Typ über den Post verkauft hat. Ich muss ein bisschen hinmachen, hast du? Ja klar, passt halt zu dem Thema hier, vegane Ernährung und hat in seinen Wunschkunden. Also ihr dürft schon ein bisschen kontrovers sein, ne? Also das heißt das nicht, stehe aber für eine positive Message. Und in dem Fall hat ein Dahlke eine positive Message hier rausgebracht, nämlich gute, gesunde Ernährung. Ja? Also das heißt, macht natürlich Landingpages, die natürlich dann darauf hinweisen und wie gesagt, der Funnel und Blog statt ausführliche Webseiten. Das gehört für mich eben auch zu Social Media hinten raus. Macht es nicht zu kompliziert auf eurer Landingpage. Macht keine 20, 25, 30 starken Internet-Inhaltsseiten mehr, sondern wenn überhaupt, gute Blogartikel, die ranken besser, geben euch weniger Arbeit, anstatt dass ihr jetzt 30, 40 contentlastige Homepages macht, die einfach statischen Inhalt haben. Das wird immer schwieriger. Die Leute wollen auch hier schön durchgeführt werden und ganz einfach sein. Ja, wie verdient jetzt Vegan Athletes Geld? Beispielsweise ist unser Blog mit B2C, das habe ich euch ja versprochen, dass ich euch da auch ein bisschen Insights gebe. Also wenn wir einen Artikel auf unserem Blog veröffentlichen, kriegen wir in der Regel ungefähr zwischen 500 und 800 Euro für einen Produkttest. 600 Euro für einen reinen Blogartikel und Podcast können wir jetzt auch mittlerweile schon monetarisieren, obwohl wir jetzt nicht die großen Reichweiten haben, also wir haben so ungefähr 15.000 Downloads jeden Monat, aber trotzdem, wenn du für eine Sache stehst und die Nummer 1 in deiner Sache bist, dann kommen die Leute und zahlen. Die Leute kommen jetzt schon her und sagen, hey, okay, kann ich Werbung in deinem Podcast machen und ich werde nicht mal per CPM oder CPC bezahlt, ja, weil ich einfach für diese Sache stehe. Und die Marke interessiert sich dann für mich. Und jetzt hier, das ist interessant für B2B. Ich brande mich natürlich selber auch auf Facebook. Also alle, die sich mit mir connecten wollen, gebt mal Christian Wenzel bei Facebook ein. Und da seht ihr sehr, sehr oft Live-Videos. Heute früh eins gemacht mit Mario Jung etc. Das heißt, ich gebe mein ganzes Wissen letztlich in diesen Live-Videos for free. Mein ganzes Wissen über Neuromarketing, über Strategien, wie baue ich Unternehmen auf online etc. Und das ist die Leute, wie sie immer wieder auf mich zurückkommen. Das heißt, wenn ihr im B2B-Bereich seid, sucht euch ein Gesicht aus, steht für gewisse Werte und spielt das immer wieder. Und zwar nicht als Marke, sondern eben als Person. Menschen verbinden sich mit Menschen. Das ist Social Media. So funktioniert Social Media. Und dadurch, dass ich hier immer wieder verbunden bin, dass ich mich immer wieder interessiere für die Menschen, dass ich hier immer wieder da bin, bin ich immer wieder im Sichtpunkt. Und mittlerweile kann ich eben Tagessätze verlangen, die hätte ich noch vor ein, zwei Jahren für unmöglich gehalten, nach sechs, sieben Jahren Selbstständigkeit. Aber mittlerweile geht es, weil die wissen, okay, da ist jemand, der hat Ahnung in dem Bereich und mit dem seinen Werten kann ich mich verbinden. Und dann bin ich eben auch im B2B-Bereich wirklich erfolgreich. Jetzt haben wir noch 3, 4 Minuten, glaube ich. Was habt ihr denn für Fragen? Ja. Wo? Test. Hört ihr mich? Du bist fertig. Kommen wir zu den Publikumsfragen, oder? Ja, ich bin, ich binde die Fragen immer so ein bisschen in meinen Vortrag. Ja, weil ich sonst jemand mit dem Mikrofon rumgehen lasse. Das ist natürlich besser zu verstehen, auch für die Aufnahmen später. Deswegen. Super, gerne. Gehen wir in die Fragen rein.
Ja, hat jemand Fragen? Vielleicht mal frei raus. Ich kann dazu ein bisschen was sagen, was Christian, ich kenne ja Christian schon relativ lange, aber da hinten habe ich eine Hand kurz gesehen. Du kriegst ein Mikrofon bitte, weil das... Ja. Also, bei dem Thema Launch-Team sollte man dann auch einen Timer haben. Die sollten dann auch entsprechend gebrieft werden, wann sie was raushauen, oder? Gibt es da eine gewisse Art von Choreografie, ja, dass genau. ich jetzt ein Produkt rausgebe? Das gibt's. Also ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Also ihr könnt natürlich die Präsentation haben. Es gibt mir ja da, ich gehe da voll auf das Launch-Team ein. Das Launch-Team sollte in einem Aspekt von einem Vierteljahr im Voraus immer mit ganz hochwertigem Inhalt bespielt werden. Und natürlich gibt ihr eben ungefähr eine Woche vorher ganz genau vor, okay, das und das erwarte ich von dir oder das wäre schön, wenn du mir zurückgibst. Und zwar an dem und dem Tag. Und je detaillierter es du machst, desto besser, weil dann entstehen weniger Fehler und weniger Missverständnisse. Ist das dann an diese amerikanische PLF etwa angelehnt? Was heißt das PLF? Gibt es da bei der amerikanischen schnellen Hektisch-Reich-Szene diese Product-Launch-Formular? Das kann also durchaus sein, die kenne ich aber nicht. Okay. Also ich habe das übernommen von auch relativ erfahrenen Online-Marketern und das funktioniert erst rein. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, es gibt hier auf meiner Homepage die Amazon-Bestseller-Vermarktung. Da steht, ihr seht es gar nicht. Sorry. Hier. Einfach hier christianwenzel.com eingeben und da seht ihr dann hier oben im Menü die 95% und da habt ihr dann die Amazon Bestseller-Vermarktung. Das sind die besten Tipps zusammengefasst, die ihr über Social Media machen könnt, um Kunden zu generieren. Und da ist auch das Launch-Team als eines der Bestandteile mit drin. Ist komplett frei und die Präsentation, wer die haben möchte, einfach die Visitenkarte da lassen. Oder im Club. Natürlich. Hauptsächlich Club. Ja. Ich finde eine Sache, vielleicht mal einzuhaken, du hast eine richtig gute Message gebracht. Jetzt, ich weiß ja, wie du tickst, schon ein bisschen länger und wie du versuchst, Leute mitzureißen und besonders gut in deiner veganen Szene ankommst. Ich verfolge das ja auf deinem Facebook-Profil ab und zu. Ich gehöre nicht zu dieser Szene, auch das weißt du. Trotzdem finde ich es immer faszinierend, wie du diese Leute in dieser Nische greifst. Einige werden hier sitzen und denken, okay, vielleicht klappt es bei mir nicht so und so weiter. Ich glaube, man muss, wenn man hinter etwas steht, so wie Christian das macht, dann kann das alles funktionieren. Ich glaube, dass ich mir hier das, ich habe es mir noch nicht auf die Brust tätowiert, aber ich habe es gerade auf dem T-Shirt. Das kriege ich immer so als Feedback, wie ich mit den Webinaren und wie wir das hier organisieren. Worauf ich hinaus will ist, er hat eine gute Message gebracht. Du musst die Nummer 1 sein. Ja? Beschäftige dich mit Themen, die du gut kannst und wenn du sie spielst, dann spiel sie richtig. Nicht immer mehr, immer mehr, immer mehr, sondern macht eine Sache richtig. Das ist auch, was der René vorhin schon gesagt hat im Vortrag. Hier sitzen mindestens noch 2, 3 im Raum, die wahrscheinlich Ähnliches sagen würden. Wenn ihr euch mit einem Thema beschäftigt, auch innerhalb eures B2B-Bereiches, also ihr verkauft irgendwas, ihr steht für irgendwas, spielt das richtig. Ihr werdet Erfolg haben. Also auch hier wird Buch genau dasselbe. Ja. Ich bin letztlich die Nummer 1 hier in dem Bereich, vegan kochen mit Lupine, etc. Also, und das gilt genauso für Unternehmen. Das alte Thema Nische, ja? Dann positioniert euch in einer Nische oder macht eine neue Kategorie auf. Das ist eben auch ganz wichtig. Wenn ihr sagt, okay, ich komme an dem und dem nicht vorbei, der ist einfach zu alt, der hat zu viel Budget, etc., dann macht eine neue Kategorie auf. Reinhold Messner war nicht der Erste, der irgendwie so einen 8000er bestiegen hat, aber der war der Erste ohne Sauerstoffmaske. Und das ist eine neue Kategorie. Also versuch eine neue Kategorie zu machen. Im HR-Bereich fällt mir das sofort ein, versuch eine neue Kategorie an Stellenbeschreibung zu schaffen. Also na, auch hier wieder, dass ihr im Kopf bleibt, weil wir vergessen alles, was Zweiter oder Dritter ist. Wenn ich euch frage, wer war 2014, was war da, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft? Oh. Ja, also egal. Ja. Irgendwann hat Deutschland gewonnen. Den Nummer 1 wisst ihr aber, wer Zweiter oder Dritter geworden ist, nicht mehr. Und das ist, ja, schön, wenn ich zumindest eine gute Message hier gebracht habe heute. Nee, ich finde das total wichtig. Also ich komme ja eher von der SEO-Schiene her und da ist es genau dasselbe. Wenn du ranken willst, musst du gut und gute Inhalte haben und nicht halt alles so ein bisschen spielen. Ich habe einen Punkt vielleicht an der Stelle noch zu Christian. Christian redet immer so von ich und wir so, ihr seid viele in Unternehmen. Ja? Ihr steht natürlich vielleicht auch anders dazu in der Marke, wie Christian das selbst tut.
Nichtsdestotrotz gilt auch dort, dann muss halt das Unternehmen so denken. Ihr müsst in das Unternehmen reingehen und euer Team dazu führen, dass ihr die Nummer 1 in einem bestimmten Bereich seid. Das ist emotional immer ein bisschen schwieriger, das weiß ich, aber im Endeffekt ist es ein ähnlicher Prozess. Das ist total einfach emotional. Ich das Thema Neuromarketing verstanden habe und verstanden habe, für welche Werte ich stehe und welche Emotionen ich auslösen möchte, dann kann ich das genauso fürs Unternehmen machen. Ich mache das jeden, also ich berate Unternehmen und wir machen das tagtäglich für Unternehmen. Emotionales Marketing ist letztlich alles, egal ob ihr eine Personenmarke seid oder nicht. Ja? Also die Menschen, die zu mir kommen und sich von mir strategisch beraten lassen, machen das nicht aufgrund, dass ich der Beste in dem Bereich bin. Sondern die machen sich, weil sie sich zu mir, weil sie wissen, sie haben dieselben, wir haben dieselben Werte, ich stehe für etwas und da ist automatisch der Vertrauensvorsprung da. Haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Weil wir sonst... Ja, ja, hier vorne, Erik? Nee, aber das ist wegen der Kamera, weil es gibt ja Leute, die drüben sitzen und den Vortrag auch Nachgang haben wollen. Sondern es ist immer besser, wenn die Fragen auch aufgenommen sind. Ja, ich höre mir selbst oft Podcasts an und mir ist aufgefallen, dass die Positionierung von Werbung sehr unterschiedlich ist. Manchmal wird sie einfach eingebaut in die Gespräche, manchmal wird sie an den Anfang geschaltet, manchmal heißt es in der Mitte des Gesprächs, ach, warte mal kurz, ich mache jetzt Werbung. Zwei Teile, also entweder erstmal, wo baut ihr die Werbung ein, wann funktioniert es am besten, an welcher Stelle? Also auf welche Art und Weise und zweitens muss das Produkt, das vermarktet wird, zum Podcast passen, weil es gibt Podcasts, die sind sehr allgemein, da kommt es auch auf den Gast an. Oder das kann man, wenn man zum Beispiel Türstopper vermarkten will, dann auch bei euch? Nee, jetzt muss für das also ich aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall ratenswert, dass du für das Produkt selber stehst, dass es passt etc. und die Werbung baust du am besten so ein, dass es klingt wie nativ. Also große Podcaster wie Tim Ferriss etc. können sich das leisten, erstmal 3 Minuten vorher Werbung zu machen, bevor sie in den eigenen eigentlichen Content gehen und dann auch 2, 3 Sachen zu schalten. Ich würde sagen, konzentriere dich auch da wieder auf eine und mach zum Beispiel eine Serie draus, sag, okay, wir sprechen jetzt über Superfoods und dann gibt es da die Coro Drogerie, die Superfoods quasi Nummer 1 für Superfoods ist. Und dann kriegt ihr noch einen 15% Geschenkgutschein etc. mit rein. Also je nativer eingebunden, desto besser. Sozusagen. Genau. Wer mehr Fragen hat, kann sich jederzeit an mich wenden. Schreibt euch mal den Link auf, da würde ich mich freuen, wenn ihr quasi eine kleine Bewertung abgibt. Das dauert nur 2 Minuten. Und dann habt ihr nämlich auch die Möglichkeit, eine strategische Beratung für 50% komplett gefördert zu bekommen, wer daran Interesse hat. Ansonsten alle möglichen Fragen an mich. Ich bin heute den ganzen Tag in Raum 3 und darf den moderieren. Ja, ansonsten sage ich vielen lieben Dank. Christian, vielen Dank. Wie gesagt, du hast es. Dankeschön. Danke.